Das hier ist das skandalumwobene Model Y von Tesla. Reparaturen sollen hier deutlich teurer sein und das soll für alle Elektroautos gelten. Sind E-Autos also wirklich so teuer in der Reparatur, wie viele glauben, oder ist das mal wieder nur ein weit verbreiteter Mythos? Jetzt gibt es eine neue Studie und die lässt aufhorchen. Was steckt also wirklich dahinter? Bleibt also dran, klickt zum Form mit E, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen und vergesst nicht einen Daumen hoch für dieses Video. Ja, das Model Y, skandalträchtig. Vorderes und hinteres Teil des Chassis, also des Unterbaus, sind aus einem Stück Aluminium gegossen. Tesla spart damit eine Menge Geld in der Produktion. Aber Fachleute, also nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker, sagen, dass Reparaturen hier sehr teuer sein können. Ist da also was dran? Viele Leute haben generell Bedenken wegen möglicher hoher Reparaturkosten bei Elektroautos. Eine aktuelle Studie der Sachverständigenorganisation DEKRA und des Marktforschungsinstituts Ipsos hat ergeben, dass 56% der Befragten davon überzeugt sind, Wartungs- und Reparaturarbeiten an Elektrofahrzeugen seien teurer als bei Verbrennern. Aber stimmt das wirklich? Eine Studie des Gesamtverbands der Versicherer aus dem Jahr 2023 jedenfalls sagt klipp und klar, E-Autos sind bei der Reparatur ein Drittel teurer als vergleichbare Verbrenner. Wow, das ist mal eine Summe. Die DEKRA hat sich jetzt die Mühe gemacht, mehr als 200.000 Schadensgutachten zu analysieren. Was dabei herauskam, hat selbst Branchenkenner und Kennerinnen überrascht. Ein wichtiger Punkt, und den hat die DEKRA berücksichtigt, die Flotte der Elektrofahrzeuge ist im Durchschnitt deutlich jünger als die der Verbrenner. Neuere Autos haben generell mehr elektronische Fahrassistenzsysteme und Sensoren verbaut, was die Reparaturkosten in die Höhe treibt, unabhängig von der Antriebsart. Um Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen, hat die DEKRA in ihrer Auswertung nur Fahrzeuge berücksichtigt, die nicht älter als 3 Jahre sind. Und ich lasse jetzt schon mal die Katze aus dem Sack, bevor ich zum Sonderfall hier, dem Model Y, komme. Bei diesem fairen Vergleich liegen die Reparaturkosten bei Elektrofahrzeugen lediglich um gut 10% über denen der Verbrenner. Überrascht? Das waren viele Fachleute auch. Von den oft kolportierten Unterschieden von 30% oder gar 40% kann also gar keine Rede sein. Doch woher kommt überhaupt dieser Unterschied? Nun, dafür gibt es einige Gründe, die ich auch hier in der Vergangenheit angeführt habe, denn ich habe der Untersuchung des Gesamtverbands der Versicherer geglaubt. Zum einen benötigen Werkstätten für die Arbeit an E-Autos speziell geschultes Personal. Diese Zusatzqualifikationen schlagen sich natürlich in den Stundensätzen nieder. Zum anderen sind bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen in bestimmten Fällen zusätzliche Arbeitsschritte notwendig, etwa das Spannungsfreischalten des Fahrzeugs vor einer Reparatur, und es wird auch neues Werkzeug und Technik gebraucht. Beides muss refinanziert werden und das geschieht natürlich über die Reparaturkosten. Aber stopp, Moment mal, was ist mit den berüchtigten Reparaturen der Batterien? Da gibt es ja Horrorgeschichten über 5-stellige Reparaturrechnungen, wenn die Batterie eines E-Autos den Geist aufgibt. Und ja, wenn tatsächlich die Antriebsbatterie beschädigt wird, kann das durchaus gravierende Auswirkungen auf den Reparaturaufwand haben. Doch wie oft kommt das wirklich vor? 2,5% der Batterien machen Probleme und wegen der langen Garantie auf diese Batterien geschieht das in den allermeisten Fällen in der Garantiezeit. Rekordfahrer Hans-Jörg von Gemmingen musste jetzt übrigens für sein Model S tief in die Tasche greifen. Kostenpunkt 20.000 Euro für die Hochvoltbatterie nach, Achtung, Trommelwirbel, 2 Millionen Kilometern. Der Wagen ist jetzt also schon 5-mal so alt, wie ein Verbrenner durchschnittlich wird. Wow. Wir können also festhalten, die Angst vor exorbitant hohen Reparaturkosten ist weitgehend unbegründet. Ja, im Durchschnitt wird für Reparaturen etwas mehr gezahlt. Allerdings, die Wartung ist viel weniger aufwendig als bei einem Verbrenner. Die Bremsen halten deutlich länger, es gibt keine Kupplung, kein Motoröl, Getriebeöl und so weiter und so fort. Die Reparaturkosten von E-Autos sind zwar etwas höher als bei Verbrennern, aber der Unterschied ist bei weitem nicht so dramatisch, wie viele glauben. Und dafür ist die Wartung billiger. Hier beim Tesla sowieso, denn Tesla versucht, Werkstattbesuche zu vermeiden. Das, was hier wie oft gewartet werden muss, ist wirklich, man muss es sagen, lächerlich. Aber sind die Reparaturkosten beim Model Y wirklich höher, wie ja behauptet wird?
wenn die gecasteten Teile, also die gegossenen Teile betroffen sind. Tatsächlich scheint das nicht der Fall zu sein. Die gecasteten Teile können geschweißt und auch wieder kalt in die ursprüngliche Form gebogen werden. Hier im Model Y Handbuch für Kollisionsreparaturverfahren ist das im Detail dokumentiert. Und sollte tatsächlich mal ein massiver Schaden entstanden sein, dann muss das Teil tatsächlich ausgetauscht werden. Aber da könnte die Fertigung aus einem Teil dann wieder ein Vorteil sein. Bei herkömmlichen Fahrzeugen ist das oft einfach ein Totalschaden. In diesem Video hier habe ich mich übrigens mit der Praktikabilität von Elektroautos mit kleinen Batterien beschäftigt. Langstrecke mit Kurzstrecken-Elektroauto, wie soll das gehen? Das Ergebnis ist verblüffend und ich kann nur sagen, anklicken, anschauen und diesen Kanal Klicks und Form mit E abonnieren. Bis dann, bleibt dran.